herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder unterwegs. Es geht mal wieder zu VW. Da hat sich nämlich einiges getan. Es geht langsam endlich voran mit dem T1. Ich finde das selber richtig cool. Wir begleiten das Ganze jetzt ja schon seit, ich glaube, es ist mindestens ein halbes Jahr. Und jetzt nach und nach passiert endlich mal was und man sieht endlich mal Fortschritte an dem ganzen Auto. Wir haben ja angefangen, ganz am Anfang wirklich mit der Rohkarosse. Dann haben wir euch das Schweißen, Zinnen, Entlacken und so weiter gezeigt. Und jetzt, nachdem gespachtelt wurde, wird endlich lackiert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Aber wir müssen mal wieder, wie immer, erstmal tanken, René. Schon wieder leer. Wir haben tatsächlich noch mal kurz, um euch mal so ein bisschen zu zeigen, wie aufwendig das mit den Videos ist. Wir sind in dem letzten Jahr nur in diesem Bus 70.000 Kilometer gefahren. 70.000? Mhm. Krass. Ich weiß noch, altbekanntes Problem, 2.0 TDI, wird jeder wissen. Motor fängt an Öl zu verbrauchen. Ich habe letztes Jahr vorm Wörthersee einen neuen Motor bekommen. Das ist sage und schreibe 80.000 Kilometer schwer. Krass. Ja, wir sind wirklich viel unterwegs. Und somit ist auch ständig Tank leer. Aber ich muss sagen, 208.000 Kilometer das Ding schon runter. Ich fahre wirklich gerne. Ist wirklich cooler Daily. Ab zur Hemm. Wie lange fährst du jetzt schon Diesel eigentlich? Ehrlich gesagt ist das mein erster Diesel gewesen. Ich bin ja vorher mein RS4 Kombi die ganze Zeit gefahren, ne? Mhm. Und das war der erste Diesel. Wie lange hast du den jetzt insgesamt schon? Also den habe ich jetzt 3 Jahre und vorher hatte ich ja noch eine braune Karavelle als 140 PSler Schalter. Weißt du, was da die Spritpreise waren bei Diesel? Immer gleich. Also es ist wirklich nicht viel teurer geworden. Ich erinnere mich immer noch dran, als mein Golf 1 GTI noch gefahren ist, das ist, da war ich 18, ein paar Jahre her, roundabout 15, da habe ich an der Shell-Tankstelle für 1,97 Euro V-Power getankt. 1,97 Euro. Krass. Aber vor 15 Jahren waren die Preise definitiv schon so hoch. Und seitdem ich Diesel fahre, hat Diesel immer irgendwas zwischen 1,10 und 1,50 gekostet. Mhm. Jetzt 1,21 Euro, sind wir ganz gut dabei. Und jetzt auch zahlen. Wolltest du nicht bezahlen? Also, ich habe da was entdeckt. Und zwar, weil wir ja so viel auch am Tanken sind. Es gibt eine App, die nennt sich Ride Pay. Die zeigt euch ganz genau an, wo ihr günstig tanken könnt. Und außerdem, wenn dort dieses kleine grüne Symbol ist, mein Standort, zack. Dann heißt das, ihr könnt an dieser Tankstelle mit dem Handy zahlen. Hemm-Rendsburger Straße, 1,21, habt ihr gerade gesehen. Ich habe schon getankt, Zapfsäule hängt wieder. Jetzt zahlen, wähle deine Zapfsäule. Nicht, dass wir jetzt die vom Nachbarn zahlen hier. Zapfsäule 9. Daten werden empfangen. 79 Euro. 96,45 Euro. Jetzt bezahlen. Ganz wichtig, komme ich gleich drauf. Unbedingt mit einer Mastercard zahlen. Fertig. Jetzt fahren. Krass. So, jetzt kommt aber das Coole. Deswegen haben wir das Ganze gerade gemacht. Gut zuhören. Jeder, der sich dieses App runterlädt, ist kostenlos. Einfach runterladen, Mastercard hinterlegen und ihr kriegt tatsächlich einen 10 Euro Tankgutschein geschenkt. Das heißt, ihr könnt sogar tatsächlich einfach für 10 Euro tanken, zahlt mit der Mastercard und kriegt diese 10 Euro wieder als Gutschrift. Das hört sich auf jeden Fall gut an, ja. Wie gesagt, 10 Euro geschenkt, ne? Wo kriegst du heutzutage wirklich 10 Euro geschenkt ohne irgendwelche versteckten Kosten? Weil selbst wenn ihr es euch nur runterladet, Mastercard hinterlegen, tanken, 10 Euro 1 Cent. Zack, kriegt er 10 Euro Gutschrift, zahlt 1 Cent und habt ein paar Liter geschenkt bekommen. So, ja, weiter im Text. Wir fahren jetzt zu VW. Als allererstes bekommt ihr jetzt mal wieder ein kleines Zeitraffer, weil wir haben, das Auto ist lackiert und wir haben noch was für euch vorbereitet. Ich gehe mit der App. Trotz was. So, René hat gerade nochmal nachgelesen. Ihr müsst euch bis zum 31.10. die App runterladen bzw. bis dahin eure Mastercard hinterlegen und dann habt ihr über 2 Wochen Zeit, um das erste Mal zu tanken.
bis zum 16.11. Bis dahin gelten nämlich nur diese 10 Euro Tankgutschein. Also, ihr müsst euch beeilen. Und schon sind wir angekommen bei VW. Es hat sich tatsächlich was an unserem wunderschönen T1 getan. Ich würde mal sagen, der ist lackiert, ne? Zumindest in der ersten Farbe, ja. Hallo. Hi. Ihr habt ja in dem Zeitraffer gerade schon gesehen, wie das Teil lackiert wurde. Mhm. Wir haben im letzten Zeitraffer aufgehört mit dem Spritspachtel. Genau. So, was ist seitdem passiert? Also nach dem Spritspachtel so gesehen, haben wir den Spritspachtel einmal geschliffen. Auch per Hand wieder? Oder mit Exzenter, oder wie wir das gemacht haben? Genau, auch per Hand erstmal wieder, mit Exzenter teilweise, aber hauptsächlich Fläche mit der Hand reingebracht. Nach dem Schleifen vom Spritspachtel haben wir die Karosse gefüllert. Mhm. Ja, und dann jetzt lackiert in der ersten Farbe. Kann man auf den Füller direkt lackieren oder muss wieder geschliffen werden? Nee, den Füller schleift man auch noch. Auch nochmal geschliffen werden. Ja. Okay. Genau. Ja, jetzt ist er so, wie er aussehen soll. Man kann ja sehen, weil ja viel darüber diskutiert worden ist, wie viel Spachtel aufgetragen werden muss oder ob das wirklich so sein musste und so weiter. Man kann ja jetzt sehen, wenn man sich die Fläche, ich weiß nicht, René, wenn du da jetzt mal so auffilmst, also ob das auf dem Video rüberkommt, wie glatt das jetzt ist. Also ich habe auf jeden Fall extrem kritisch gerade schon geguckt und man muss wirklich sagen, es ist kerzengerade. Ja. So, und im Video haben viele kommentiert von wegen so viel Spachtel drauf. Mhm. Man muss es ja irgendwie gerade kriegen. Genau. Also so. Bei Spachtel auch so, zwei Drittel schaffst du wieder ab. Genau, mindestens, ne? Wenn nicht noch mehr. Das ist wie beim Verzinnen auch. Ja. So, also man hat ja im Video im Zeitraffer gesehen, wie es an einigen Stellen wieder glänzend wurde. Das heißt, ihr habt es ja jedes Mal so weit runtergeschliffen, wie man es runterschleifen kann. Genau. Noch weiter kannst du nicht schleifen, dann wäre das Blech durch. Ja, genau. Das heißt, es geht halt einfach nicht. Und einige haben halt auch mit ihren klugen Sprüchen gesagt, warum habt ihr das nicht verzinnt? Ja. Ja, jeder, der selber schon mal verzinnt hat, der weiß, wenn du hier einen Brenner ansetzt, ja, auf dem Seitenteil, ne? Dann ist danach richtig Spachtel angesagt. Ist auf der großen Fläche einfach nicht möglich. Mhm. Ja. Okay, auf jeden Fall extrem cooler Moment gerade, so das Ding jetzt lackiert hier zu sehen. Mhm. Wenn man sich überlegt, wie wir die verschiedensten Steps ja nach und nach durch haben. Wie viel Liter Lack seht ihr ungefähr?
Also in Summe, wir haben das ganze Auto jetzt erstmal in dem Beige lackiert, sind das jetzt ungefähr so zwischen 8 und 10 Kilo, also Liter. Und danach lackieren wir jetzt quasi nochmal von unten die zweite Farbe dann rot bis hier und das sind dann auch nochmal so 4-5 Kilo rot. Okay. In welcher Reihenfolge habt ihr das lackiert? Erst Unterboden, Innenraum, aus? Genau. Erstmal Unterboden und Innen quasi und dann außen komplett. Und was man halt wirklich, was man halt so sieht, dass ihr halt wirklich bis in jede Ecke das Ding immer geschliffen habt, ne? Ja. Also das ist halt wirklich bis in jede Ecke glatt und blank. Da ist nichts drauf. Und das Problem ist, sonst hält es auch nicht. Ne? Also in diesem Bereich zum Beispiel kriegt der Samba später einen Teppich oder eine Gummimatte. Und wenn du die irgendwann mal entfernst, ziehst du wirklich die Farbe wieder runter, wenn das nicht alles perfekt angeschaut ist. Ja, aber man kennt ja viele Innenraumlackierungen, wo dann so man in den Ecken sieht, wieder so ein bisschen Dreck mit reingeflogen ist oder einfach gar nicht genug Farbe drauf ist oder Einläufer an den nächsten und so weiter. Ne? Das ist schon. Die Schwierigkeit hierbei war jetzt schon, dass der Unterboden und der Motorraum ja schon in dem Rot ist. Mhm. Also. Das ist schon eine Schweinearbeit, also der Preis kommt halt auch irgendwo her. Ja, ja, immer wieder alles abkleben, um mit jetzt, der nächsten Farbe nicht zu versauen. Wenn ich jetzt auch überlege, wie lange wir jetzt hier schon dran sind, da gehen ja wirklich Stunden bei drauf. Ne? Also es ist auch nicht immer ein Mann dabei, ne? Mal ja, mal nicht so. Ne? Aber man kann schon sagen, dass da so 3 bis 4 Tage die Woche auf jeden Fall dran ist, ein Mann. Ja. Ganz. Und ich glaube auch, dass das auch ein undankbarer Job für einen Lackierer eigentlich ist, weil man sieht ja gerne so einen Fortschritt beim Lackieren, ne? Ja. Und bis du hier wirklich den Fortschritt siehst, dauert es halt, ne? Weil es halt einfach so viel Fläche ist. Ne? Wobei in dem Fall der Mann es ja gerne macht, also der reißt sich eigentlich eher. Genau, ja. Also der Lackierer ist wirklich einer, der will nur ultra mal lackieren. Der hat da Bock drauf. Wobei sie böse werden, wenn du einen vorarbeiten lässt und einen lackieren. Ja. Weil der Lackierer genießt dann natürlich seine eigene Vorarbeit. Mhm. Wenn er einen spachteln lässt und einen lackieren, gibt es immer Stunden. Ist der jetzt schon poliert? Nein, noch gar nicht. Also hier ist noch gar kein Finish dran gemacht worden, deswegen, wenn man mal genau rauffilmt, sieht man bestimmt noch den einen oder anderen kleinen Läufer und so. Das ist aber am Ende alles weg. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon viel gesehen, ich muss auch sagen, das sieht schon gut aus. Macht aber auch keinen Sinn, weil wir schleifen ja unterhalb jetzt wieder an. Genau. Ne? Und deswegen kommt das Finish halt ganz zum Schluss. Genau. Manchmal machen wir es sogar erst nach der Montage, das Finish, weil es haut irgendwo noch mal einer gegen oder lehnt sich an oder so und dann hast du halt da noch mal eine Polierstelle. Ne? Man sieht so ein ganz bisschen Struktur in dem Lack, das ist aber so gewollt. Ja, das ist noch konventionell, also Acryllack, den wir da verwenden, zum Beispiel das Werk oder auch andere große Fahrzeughersteller heutzutage dürfen nur noch mit Wasserlack lackieren. Wir machen das aber original und haben dann quasi auch eine Ausnahmegenehmigung und dürfen quasi so lackieren, wie man es damals auch gemacht hat. Ausnahmegenehmigung heißt, wenn das jetzt als Beispiel ein T6 wäre, dann dürfte man beim Neufahrzeug nicht so lackieren. Nein, es ist nur noch Wasserlack erlaubt heutzutage. Also zumindest in der Industrie oder bei VW ist es zumindest so. Ja. Der kritische Kessblick prüft erstmal. Guck mal, ob hier irgendwo. Ob du was findest, wo du morgen kannst. Ja. Nee, alles gut. Ähnlich macht das der Chef auch immer. Wie geht's jetzt weiter? Also im Grunde genommen ist Marius jetzt theoretisch dran. Also der Lackierer lackiert jetzt gerade die Anbauteile, sprich Türen, Klappen und so weiter. Und Marius mit den Karosseriebauern ist morgen quasi soweit und dran und hängt die Türen ein. Dann sieht man ja hier zum Beispiel auch den Kantenverlauf. Und unterhalb dieser Kante wird das Fahrzeug quasi rot, also eine Zweifarblackierung. Und die Türen müssen eingehangen werden, um den genauen, um die genaue Linie zu finden, wo hinterher lackiert werden muss. Das heißt, wenn man jetzt einfach auch die Tür nehmen würde, würde halt sagen, man klebt es ab, kann passieren, dass es dann einfach auffällt. Genau. Weil es eben noch mehr auffällt, als wenn es vom Spaltmaß her nicht passen würde, weil es halt eine richtige Farbkante ist. Ne? Also wenn da natürlich 5 mm fehlen, kann man das nicht touchieren, das sieht doof aus am Ende. Ne? Aber wir machen es mal schon als Anhaltspunkt. Gerade weil es auch für uns nochmal die letzte Chance ist, falls uns irgendwas auffällt, dass irgendwas nicht passt, aus welchem Grund auch immer, kann man jetzt noch einmal berichtigen, ehe dann der schlussendliche Deckel kommt. Ne? Okay. Plus so Sachen wie das obere Scharnier wird weiß, das untere Scharnier wird logischerweise rot. Das sind so viele Sachen, an die man als Laie nicht denkt. Okay. Also Türen ran und weiter geht's. Ja. Und weiter geht's. Marius hat in der Zwischenzeit schon mal die Türen angebaut.
Mittlerweile sind sie wieder ausgebaut. Hat alles gepasst? Ja, soweit ja. Der Andreas hat jetzt die Höhen bestimmt quasi und sieht das alles angezeichnet. Dann haben wir sie wieder ausgebaut. Ja, an der Stelle noch mal kurz. René schwenkt einmal zu Andreas runter. Schon mal danke für die hervorragende Arbeit hier. Ich hoffe, wir halten leider nicht beim Arbeiten ab. Gerne, gerne. Andreas begleitet das die ganze Zeit schon. Genau, das ist im Prinzip, ja, kann André eigentlich auch was zu sagen. Also er sieht auch zu, dass ein Mitarbeiter, der das Auto anfängt, dann auch zu Ende macht. Mhm. Dass es quasi sein Baby ist. Ne? Weil man da schon die beste Qualität eigentlich, denke ich, erzielt. Genau, also wir haben immer einen Paten für ein Auto und der begleitet das Fahrzeug quasi von Anfang bis Ende durch. Genau. Ich muss auch Gefühl haben, das so rund um die Kurve zu kleben jetzt. Ne? Auge. Und Auge, ja. Ja, das ist das Wichtigste, ne? Sonst später kriegt er so oder so Gesicht, ne? Ja. Und das habe ich jetzt nur wegen besser sehen. Ja. Ah, okay, das ist nur... Normalerweise kommt dieser hier dran. Das ist erstmal nur vorkleben. Genau, das habe ich ja nur, damit ich besser sozusagen die Mitte kenne von der Kante. Genau, also das blaue Band, was er jetzt quasi klebt, das ist quasi wirklich dann die Linie das, am Ende. Das, was bleibt am Ende, ne, vom Lackieren. Mhm. Das Grüne kommt wieder ab, also. Das ist nur zum... Ja, krass. Ich hab's eigentlich nicht da ein bisschen verklebt. Ja. Das ist ja erst beim Abziehen danach, genau, ne, wenn es lackiert ist. Genau. Dann ist Baustelle. Ja. Ja. Dann geht's wieder von vorne los. Ja. Lackiert ihr sowas dann öfters zweimal? Ja, haben wir natürlich auch schon gemacht. Das klappt natürlich nicht immer gleich beim ersten Mal zu 100%. Das kann schon mal vorkommen, dass man da nochmal was nachlackieren muss. Vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn so ein Radius nicht passt, du kannst ja den Radius nicht mehr verändern. Wenn der einmal nicht passt, passt der nicht. Ne? Musst du wegschleifen, ne? Ja. Ja. Aber im besten Falle klappt es natürlich beim ersten Mal. Wie lange, Andreas, sitzt hier allein am Abkleben jetzt wieder dran? Hier komplett Auto. Also so das, was jetzt drauf ist, Stunde. Na gut. Das ist wirklich wieder bis in die letzte Ecke alles wieder... Dass es auch um die Kanten wieder rumlackiert wird, ne? Dass wenn hier später tödlich gebraucht ist, man wirklich gar nichts sieht. Ne? Ja, das Problem ist, die Ansprüche sind halt hoch, ne? Sowohl von uns als auch von den Kunden. Und du musst wissen, wenn wir so ein Auto an die Messe, auf die Messe stellen, dann laufen die da rum, so wie du jetzt. Ne? Und ja, und dann suchen die quasi Sachen, wo sie sich dann schon fast freuen, dich anzusprechen, dass sie irgendwas gefunden haben. Ne? Und wenn du denkst, du stellst ein geiles Auto hin, dann kommt auf einmal einer an und sagt, in dem Baujahr gab es aber keine Scheibenreinigung. Fälschlicherweise hatten wir die dann eingebaut oder so. Also es ist immer witzig. Ja. Du wirst das noch kennenlernen auf der Messe. Auch ein Techno-Klassiker dieses Jahr, ne? Nächstes Jahr, genau. Nächstes Jahr, ja. Stimmt, nächstes Jahr. Ja. Das ist jetzt schon alles wieder einmal angeschliffen. Genau. Mhm. Genau, er schleift das alles noch einmal an, so mit 400er Papier. Und darauf wird jetzt gelackt quasi. Mhm. Okay. Und das ist extra auch spezielles, weil mit normalem Kreppband geht das ja definitiv nicht, dass man das so krass in die Kurve klebt, ne? A, das nicht. Und B, läuft es bei Kreppband halt auch gerne mal hinter, ne? Das ist halt eine unsaubere, unsaubere Kante, ne? Okay. Das ist halt so was, ein Kaschierband, Kaschierband, wie man das irgendwie, das ist extra für Radien und für... Das heißt, wir reden jetzt aber vom letzten Step theoretisch, ne? Das genau. Wird also jetzt rot lackiert unten rum und dann ist Lack durch. Wird jetzt lackiert, dann ist Lack weitestgehend durch, dann kommen natürlich noch Finish-Arbeiten, also polieren und so weiter. Ist da noch dran, aber im Grunde genommen super. Weil es kommt ja nicht einmal komplett Klarlack drüber. Nein. Ist nicht notwendig. Nein. Ist nicht notwendig oder war damals nicht so? Nein, war damals nicht so. Und deswegen wird es auch nicht gemacht. Genau, also Wasserlack gab es damals nicht oder hat man nicht mit lackiert. Wie ist das bei diesen heutigen zweifarbigen Bussen? Da sind ja diese Sondermodelle? Genau, da kommt eine ganze Schicht Klarlack drüber. Also das ganze Auto nochmal mit Klarlack geduscht. Genau. Da guckt man halt auch, dass die Kante. Muss natürlich bei so einem Neufahrzeug auch möglichst weich sein, also dieser Kantenübergang, dieser härtere, wie man den jetzt hier dann hinterher spüren wird, den gibt es bei so einem Neufahrzeug nicht. Oder nicht so stark, sagen wir es mal so. Was ist der Unterschied zwischen diesem Wasserlack und dem anderen Lack? Der andere Lack ist quasi konventionell, also quasi das ist alter Lack auf Acrylbasis. Und irgendwann hat man wahrscheinlich mal gesagt, das ist nicht so gesund für den Körper, da streiten sich aber auch die Gelehrten drüber, weil man sagt, Wasserlack ist halt auch nicht so gesund, weil Wasser über die Haut aufgenommen werden kann und so weiter. VW hat sich, oder die Industrie hat sich aber irgendwann dazu entschlossen, mit Wasserlack zu lackieren. Was ist besser zu lackieren? Der eine lackiert damit lieber, der andere damit lieber. Ach so, okay. Das ist auch. Also, also viele sagen, dass die konventionell oder auf Acrylbasis deckt es halt besser. Ne? Mhm. Nee, ich bin okay. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in die Kabine rein, dann kann Andreas in Ruhe zu Ende abklicken. Genau. Also für diejenigen unter euch, die es noch oder die sowas noch nicht kennen, also das ist eine Lackierkabine von innen.
Prinzip ist wie bei der Schleifkabine drüben auch. Oben kommt quasi Luft rein, unten wird es abgesaugt. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir hier einen anliegenden Trockner haben. Das heißt, man fährt das Fahrzeug hier rein. Wie man sieht, hier unten sind so Schienen aufgebaut. Auf diesen Schienen stehen normalerweise Schlitten. Und dann kann man das ganze Fahrzeug direkt aus der Lackierkabine hier in den Trockner reinfahren und direkt dort trocknen. Trockner heißt, da ist es dann Wärme auch drin. Genau. Also da trocknen wir dann so mit 80 Grad. Wie stellt man sicher, dass hier jetzt nicht alleine nur durch unsere Klamotten reinlaufen und so weiter jede Menge Staub drin ist? Das kannst du natürlich. Klar, hast du jetzt ein bisschen Staub hier drin, hast du sowieso immer. Die Fahrzeuge werden aber abgewischt mit, oder die Teile mit Honigtüchern, mit allen möglichen. Honigtüchern? Ja, also oder, so oder lässt man dann die Lüftung erstmal noch ein bisschen laufen, bevor man das geht? Ja, das sowieso. Okay. Das sowieso. Ja. Und man zieht da natürlich auch einen Anzug an. Wenn du gleich mal das Teil hier lackieren darfst, dann bist du auch. Ja, ich habe schon befürchtet, dass ich noch ran muss. Ran muss heute hier. Ist das also aber kein Originalteil von dem Auto? Ja, doch. Ist doch? Es. Also wir haben die auch extra einen Teil. Weiß Andreas schon, dass er das nochmal machen muss? Ja, wir haben die extra einen Teil hingelegt, was besonders gut sein muss. Nein, das ist quasi das Abschussblech hinten. Hier kommt dann das 100er Rohr raus. Genau. Richtig. 32 mm genau. Ein Rohr. Das ist ja. Sichtfläche quasi. Ja, genau. Und jetzt kriege ich Dose, rote Dose und. Nee, Eimer und Pinsel. Dann erklär mir doch nochmal kurz, woraus beim Lackieren jetzt an sich bei dem eigentlichen Vorgang ankommt. Also jeder kennt es ja, also wenn ich mit der Dose was lackiere, dann versuche ich immer die Flächen als letztes. Als erstes eher so einmal rund geben, die ganzen Kanten und so weiter. Ja, so machen sie meisten auch. Also auch da, wenn man die Lackierer und so mal fragt und die auch beobachtet, da hat jeder so sein eigenes, sein eigenes Arbeitsverfahren mittlerweile. Im Grunde genommen hast du recht, erstmal werden die Kanten lackiert und dann wird die Fläche lackiert. Man sagt immer bei der Lackierpistole ungefähr ja, so Zeigefinger zu Daumen Abstand, so weit soll die Düse weg sein, also 15 bis 20 Zentimeter, sag ich mal. Echt so nah? Okay. Ich hätte jetzt weiter weg angefangen, gefühlt. Und dann ist es auch wieder eine Sache, wie man es selber macht, ob man jetzt von links nach rechts, von oben nach unten, das kann man machen, wie man möchte. Die Profilackierer, spielen die so ein bisschen mit Druck und Gasdüse und so weiter oder halten die überall gleich drauf? Nee, es kommt auch darauf an, was für ein Teil du hast, wie viele Kanten, wie viele Ecken. Du musst natürlich auch gucken, wenn du jetzt die Kanten lackierst und so weiter, dass du nicht zu viel aufträgst, sonst läuft es runter und so weiter. Also und bei so einem Teil, wie ist das von innen? Erst innen, dann außen? Genau. Okay. Aber ja, im Grunde, so werden es die meisten machen. Genau. Wir können ja morgen früh mit der Kamera mal rumgehen und machen so eine Strichliste im Video, wie viele Läufer drin sind. Ja. Piep, piep, piep. Und wie viele Stellen nicht durchlackiert sind. Ja. Das kommt auch dazu. Ja, wobei das Teil ja eigentlich, glaube ich, relativ einfach ist. Das wird ein echtes Unikat danach. Ja, ein Unikat. Ja, ich würde sagen, Action. Weil ich habe gehört, hier muss schnell lackiert werden. Ja, starten wir. Müssten wir am besten Andreas nochmal mit dazu holen, vielleicht, dass er dir am besten die Pistole nochmal erklärt? Jo. Das geht. Und du ziehst dich erstmal an in der Zwischenzeit. Ich ziehe an, ja, das wäre schon ganz gut. Wir sind ja bei VW, da müssen wir so ein bisschen die Sicherheit durchdrücken. Maske habe ich auch, zumindest so eine. Wie bei Paul. Ja, genau, nicht ganz so krass. Ja. Okay. Kriegst du auch so einen Anzug? Wir haben auch was vorbereitet. Muss ich doch gleich den ganzen Bus lackieren. Ja. Und gleich macht der Tür auf, steht Limo drin. Den kennen die rot. Wolltest du schon immer mal rot haben. Roter Chef. Werde ich für den Karneval gleich anlassen. So, damit Andreas weiß, wer du bist, haben wir noch ein Namensschild vorbereitet. Endlich will ich eine Azubi machen. So viel Arbeitsschutz hatte Philipp, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie. Ich werde gleich zu Hause weiter streichen. Ich werde gleich zu Hause die Decke weiß machen. Die Frage ist, wer aufgeregter ist, Philipp oder Andreas? Weil das sind ja alles, die er schleifen muss und lackieren. Ich sehe das entspannt. Wir machen Steinschlagschutz hinter drüber, dann sieht man es nicht. Da ist schon Grundierung drauf. Ja. Ist auch gerade eben schön. Und das ist jetzt egal, dass das Teil nicht weiß lackiert wurde. Das sieht vom Rotton her gleich aus. Ja, der Untergrund ist ja hier auch hell. Ne?
Wenn du jetzt hier einen schwarzen Untergrund hättest, also schwarz gefüllert oder so, dann wäre die Sache schon anders, aber der Untergrund, sag ich mal, ist hell vor deinem Wasserschirm. Sagt André, wir gucken hinterher mal. Genau. So, ich gehe auch. Und das war's. Genau. Also am besten nachher. Ja. Ja, man sagt. So, Abstand von der Linie. Ja, also kannst du so ungefähr zwischen 15 und 20 cm. Und dann drückst du drauf, kommt nur Luft raus. Wenn du weiter drückst, kommt Farbe. Also kannst du anfangen und dann, wenn du weiter drückst, kommt Farbe raus. Ja, und dabei musst du halt gleich nehmen, so. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Fang mal auf der Innenseite an, das ist ganz so wichtig. Ne? Ja. Fast wie mit der Dose. Und jetzt Umschulung. Jetzt Umschulung. Jetzt Umschulung. Das weiß noch keiner. Also rein von der Theorie ist es so, normalerweise lackiert Andreas erstmal einen Gang, lässt dann so 6-7 Minuten ablüften und lackiert dann den zweiten Gang. Aber da dein erster Gang ja so dünn war, konntest du direkt weiter machen. Das heißt, das reicht jetzt aber oder es kommt noch mal einer drüber? Nein, das ist jetzt ist gut. Okay, klar, mal gucken, wie es aussieht, aber so. So viel zum Thema Lackieren. Habe ich Test bestanden? Auf jeden Fall. Kannst du direkt anfangen? Darf ich anfangen? Okay. Ja, also wenn er mal Unterstützung braucht hier, ne? Geht's los. Wie geht's jetzt weiter? Ihr lackiert jetzt das Rot. Genau. Ich drücke Andreas die Daumen, dass alles funktioniert. Und dann geht es mal in der Montage wieder. Dann geht's mit der Montage weiter. Genau. Hat Spaß gemacht, danke fürs Lackieren. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.